wie Sie eure Tagesordnung entnommen haben, bringen wir einen Antrag ein auf sofortige Aufhebung aller coronabedingten Freiheitsbeschränkungen in Verbindung, und das darf man eben nicht vergessen im Kontext, für den gezielten Schutz und der Versorgung von Risikogruppen. Was bedeutet das? Im Grunde bedeutet das, wir fordern Umkehrprinzip. Wir sagen, wo Maßnahmen erforderlich sein könnten, müssen die genau begründet werden im Einzelfall, gerade was freiheitsbeschränkende Maßnahmen angeht. Aber so wie das jetzt gemacht wurde, dass man gesagt hat, erstmal ist alles verboten, dann schauen wir, was wieder lockern, finden wir falsch. Wir freuen uns, dass andere Bundesländer da etwas dynamischer sind. Ich erinnere an die Regelung von Mecklenburg-Vorpommern, dass ab dem 9. Mai Gaststätten wieder geöffnet werden dürfen, zumindest von 6 bis 21 Uhr, und am 18. Mai Hotels und Pensionen. Wir fordern so eine Regelung möglichst schnell auch für Brandenburg. Brandenburg, manche Regionen, das wissen Sie, sind abhängig vom Tourismus. Ich rede über Spreewald zum Beispiel, aber nicht nur dort. Das ist uns ein besonderes Anliegen, dass wir im Zuge dieser wirtschaftsfördernden Maßnahmen gerade die Gastronomie und gerade die Hotellerie bedenken. Auch Sachsen-Anhalt ist hier weiter, nicht nur was die Besuchsregelung für Bewohner von Pflegeheimen angeht, sondern auch was jetzt die Erweiterung der Personengruppen angeht, dass man sagt, in Sachsen-Anhalt dürfen sich 5 Personen auch aus unterschiedlichen Haushalten wieder treffen. In Brandenburg ist es ja anders. In Brandenburg, wenn man zu einer Asylbewerbergruppe gehört, die in Eberswalde Sport macht, da ist das was anderes, weil die ja offensichtlich, wie wurde es so schön begründet, familienähnliche Strukturen hätten, die werden eh immer zusammen. Mit derselben Begründung könnte ich dann mit unserer Fraktion auch in eine Turnhalle gehen, aber ich gehöre ja nicht zu dieser Gruppe. Das ist der Antrag, den wir einbringen werden. Wir beziehen uns natürlich auch auf die neuesten Forschungsergebnisse. Der ganze Weg durch die Corona-Krise war ja für alle, auch für die Regierung. Deshalb ist es falsch, pauschal jede Maßnahme zu den entsprechenden Zeitpunkten für falsch zu erklären. Wir sind ja alle auf Sicht gefahren. In dieser Krise war für uns alle das erste Mal. Jetzt muss man aber flexibel reagieren und Lage angepasst. Das ist aus unserer Sicht nicht der Fall. Und deshalb sind wir der festen Überzeugung, dass diese Maßnahmen jetzt gelockert werden können in weitesten Bereichen. Und da, wo der gezielte Schutz und die Versorgung von Risikogruppen möglich ist, Einzelregelungen eventuell, ich rede vom Pflegeheim, beibehalten werden können. Das muss aber eben dezidiert geregelt sein und nicht andersrum. Und für Fragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung. Vielen Dank.